Wir wollen uns jetzt ein Video näher ansehen, das all die Symbole, die wir bereits besprochen haben, in sich vereint. Das ist die estnische Sängerin Curly, die 2002 das estnische Pendant zu Deutschland sucht den Superstar gewann. Mittlerweile hat sie bei dem berühmten Plattenlabel Def Jam Records unterzeichnet. Die Single, deren Video wir untersuchen werden, stieg immerhin bis auf Platz 24 der deutschen Charts. Wir nutzen die Gelegenheit, um gleich noch ein paar neue Symbole zu erklären. Das Video beginnt mit einem Mann, der einen roten Mantel und eine blaue Hose trägt. Dies sind die bereits angesprochenen Freimaurerfarben. Dass hier tatsächlich die esoterische Bedeutung gemeint ist, sehen wir daran, dass er einen Zylinder trägt. Dies ist der Hut eines freimaurerischen Zeremonienmeisters. Professing to revere God and to confer benefits upon mankind. Der Freimaurer hat ein Geschenk für Curly. Nämlich eine Curly-Marionette. Wir sehen ein schwarz-weißes Muster auf dem Boden, welches nach oben und unten zeigt. Hier sehen wir über dem allsehenden Auge zwei Zieglein. Der Baphomet ist ja auch bekannt als die Zwiebel von Mentes. Dies ist eine Wasserlilie, auch bekannt als ägyptischer Lotus. Es war eine heilige Pflanze im alten Ägypten. Der Titel des Liedes ist Walking on Air. Die Planeten am Nachthimmel sind es, die auf Luft spazieren. Der Regenschirm auf dem schwarz-weißen Boden wird ersetzt durch Curly, die nun ein schwarzes Kleid trägt. Beachten Sie, dass die Fenster zugemauert sind. Sie singt. Katze und Fledermaus zeichnen sich, ähnlich wie die Olle, dadurch aus, dass sie in der Dunkelheit sehen können. Daher werden sie von Okkultisten als Symbole für Eingeweihte benutzt. Besonders die Katze ist von Interesse, da sie ein viel benutztes Symbol ist. Wir sahen sie zum Beispiel in Aguileras Fotoshoot. Im alten Ägypten gab es darüber hinaus die Katzengöttin Bast. Wir sehen uns auch erinnert an Catwoman und Batman. Die Comicindustrie ist ein beliebter Tummelplatz von Okkultisten. Und wieder mal ein Tier mit Geweih, das irgendwie an Baphomet erinnert. Beachten Sie, dass der übliche Regen hier durch Schnee ersetzt wurde. Außerdem kommt dieser Schnee aus dem Schirm heraus. Den Schirm selbst haben wir bisher eigentlich immer in der Farbe schwarz gesehen. Hier erscheinen einige Dinge umgekehrt. Die Realität auf den Kopf gestellt. Dies ist eine Darstellung des Prinzips, wie im Himmel so auf Erden. In gewisser Weise ist auch hier die Realität auf den Kopf gestellt. Hier haben wir die Bestätigung, dass die Umkehrungen im Video tatsächlich das astrologische Grundprinzip darstellen sollen. Wir sehen die 666. Der eine Finger zeigt auf die 6, von der anderen Hand sehen wir drei Finger. Also dreimal die 6. Wir beachten auch das Sonnensymbol in der Ecke. Sie öffnet den Ofen, der sich dann als Kühlschrank entpuppt. Die französische Fleur de lis, ein Symbol für den ägyptischen Lotus.
Der Kühlschrank ist ein Ofen. Sie liegt auf einem Steinbett, das auf einem Schachbrett Boden steht. Nach unserer Ansicht mal wieder eine Anspielung auf die sexuellen Dienste, die diese Sängerinnen leisten müssen. Sie weint schwarze Tränenperlen. Diese verwandeln sich in leuchtende Schmetterlinge. Direkt im Anschluss an diese hochgradig okkulte Szene sehen wir einen eingesperrten Vogel. Im Käfig scheint die Realität mal wieder auf den Kopf gestellt. Curly ist dieser eingesperrte Vogel. Beachten Sie, dass der Käfig gleichbedeutend ist mit dem Schloss, in dem sie sich befindet. Der Freimaurer vom Anfang erscheint im Spiegel und fordert sie auf, ihm zu folgen. Wir sehen Curly als lebensgroße Puppe, die die Marionette bewegt. Offensichtliche Pyramide mit abgesetzter Spitze. Die Stricke werden zerschnitten und sie darf das Licht sehen. Dies ist eines der symbolträchtigsten Videos der letzten Jahre. Es zeigt die Transformation Curlys zu einem Popstar. Der Freimaurer zu Beginn macht sie darauf aufmerksam, dass sie nur eine Marionette ist. Sie lernt in der Folge die Symbole der Verschwörung kennen, was aus ihrem Weißen ein schwarzes Kleid macht. Schließlich liegt sie auf dem Bett, welches Sex impliziert, und wird mit dem Schmetterling in Verbindung gebracht. Sofort taucht der Freimaurer auf. Sie ist bereit, ihr offensichtliches Marionettendasein zu beenden. Sie mag als befreit erscheinen, aber in Wahrheit ist sie nach ihrer okkulten Transformation, die durch die Schmetterlinge angezeigt wurde, nur eine veränderte Marionette, die auch weiterhin vom Freimaurer manipuliert wird. Sie sitzt am Ende der okkulten Einweihung noch immer gefangen in ihrem Schloss, oder auch Vogelkäfig. Tatsächlich wirkt sie jetzt noch lebloser und ihre Situation noch prekärer als zu Beginn. Die Wahrheit über die Popkultur in einem einzigen Video ausgedrückt. Wir werden in Zukunft sicherlich noch einiges von Curly hören.